einen wunderschönen guten Abend und herzlich hier willkommen hier bei uns quasi im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks, bloß auf der anderen Seite der Bildschirme. Normalerweise kommen Sie zu uns ins Konzert, wir haben Sie vermisst, deswegen kommen wir heute zu Ihnen ins Wohnzimmer, weil wer möchte nicht gerne eine Big Band im Wohnzimmer haben, außer vielleicht die Nachbarn. Ja. Wir haben heute ein ganz besonderes Programm für Sie. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, die Solo-Selbstständigen sind von der aktuellen Pandemiesituation ganz besonders hart getroffen. Und fast alle Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker sind Solo-Selbstständige. Und dort sind tatsächlich einige Existenzen akut bedroht. Deswegen haben wir uns ein Programm einfallen lassen, das heißt Act Local. Und wir featuren in dieser Woche und auch in den kommenden zwei Wochen jeweils drei Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker aus der hiesigen Jazzszene aus der Rhein-Main-Region. Auf diese Weise können Sie mit der Band, mit der hr-Bigband proben und ein Konzert spielen und haben sowohl eine Auftrittsmöglichkeit als auch vor allem einen Verdienst. Und für dieses erste Konzert heute dieser Reihe haben wir uns ein ganz besonderes Programm ausgesucht, nämlich die Musik von Volker Kriegel, der ja selbst ein Lokalmatador war, hier aus der Region kommt und von den 70er Jahren bis hin in die 2000er die Gitarren und auch die Jazz- und Jazz-Rock-Szene sehr geprägt hat. Und Volker Kriegel, Gitarrist und Komponist, da brauchen wir natürlich auch vor allem Gitarristen. Deswegen haben wir uns drei hervorragende Gitarristen aus der lokalen Szene eingeladen. Das sind Martin Lejeune, der schon gerade weg ist. Das ist Max Clouth und Torsten de Winkel. Wir haben begonnen mit einem Stück von Volker Kriegel in einem Arrangement von Jim McNeely. Heute Abend werden alle Stücke von Volker Kriegel sein und alle Arrangements von Jim McNeely, dem Chefdirigenten der hr Big Band. Also ein sehr vielversprechender Abend, ein sehr vielversprechendes Programm. Das erste Stück hieß Mild Maniac und hat alle drei unsere Gastgitarristen gefeatured. Und wir machen jetzt weiter mit einer sehr flotten Komposition, die heißt deswegen auch Schnellhörspiel. Viel Spaß. Thank you.
Das war Schnellhörspiel von Volker Kriegel, arrangiert von Jim McNeely. Und wir haben gehört als Solisten Max Clouth an der Gitarre, Torsten de Winkel an der Gitarre, Jean-Paul Höchstetter am Schlagzeug und Sebastian Skobel am Fender Rhodes. Volker Kriegel hat nicht nur sehr energiegeladene und groovige Nummern geschrieben, sondern auch wunderschöne Balladen. Und eine solche spielen wir jetzt und wir featuren mit der folgenden Nummer sowohl Torsten de Winkel an der Gitarre als auch aus den Reihen der hr-Big Band Steffen Weber am Tenorsaxophon. Morandi. Viel Vergnügen. Thank you.
Das war Morandi von Volker Kriegel mit Torsten de Winkel an der Gitarre und Steffen Weber am Tenorsaxophon. Torsten, du bist ja selber Gitarrist, genau wie Volker Kriegel. Was meinst du deiner Meinung nach, wie hat Volker Kriegel die Gitarren und auch die gesamte Musikszene beeinflusst? Ja, also ich kann dir nur sagen, als ich ein kleiner Steppkes war, so von 12, 13 Jahren, kannte ich wenige Jazzmusiker, noch weniger Deutsche, aber ich kannte Volker Kriegel. Und ich denke, er hat sehr viel damit zu tun, dass in meiner Generation in den 80er Jahren es gleich einen ganzen Haufen junger Gitarristen gab, die, ich nehme mal an, letzten Endes aus der Existenz Volker Kriegels hier in Frankfurt einen gewissen Leistungsstandard vorgesetzt bekommen haben. Und ich denke, das war so ähnlich wie Wolfgang Dauner in Stuttgart, da gibt es viele Pianisten. Und ja, also er war auf vielen Ebenen eine wichtige Figur. Ich bin auch persönlich dankbar gewesen, dass er noch in seinen letzten Jahren meine New Yorker Projekte unterstützt hat. Und ja, er ist viel zu früh von uns gegangen. Eine, wie wir heute auch an diesen Stücken wieder sehen, eine wichtige Stimme, zumal im deutschen Jazzrock. Und ich muss zugeben, ich habe dann irgendwann einmal mit der Schülerband Missing Link transkribiert. Es hat nicht geklappt und mal schauen, ob wir es nach 45 Jahren jetzt mal heute gespielt bekommen. Das können wir dann gleich mal ausprobieren. Auch Martin Lejeune, der sich gerade klammheimlich auf die Bühne wieder gestohlen hat, weil er im nächsten Stück gleich wieder zu hören sein wird, kennt natürlich Volker Kriegel. Martin, ich glaube, du hast ganz persönliche Erinnerungen an Volker Kriegel, oder? Ja, also der Volker Kriegel hatte ein Konzert in meiner Heimatstadt gegeben. Das ist eines der wenigen
Jazz-Ereignisse gewesen zu der Zeit. Das war 1983 und einer meiner Kumpels hat noch das Ticket aufbewahrt und das haben wir, glaube ich, aufbereitet für unseren Stream. Das sieht man. Ein schönes, altes, analoges Konzertticket und da war ich natürlich bei dem Konzert und war hellauf begeistert. Ich hatte gerade 2 Jahre Gitarrenunterricht und jetzt spiele ich sein Programm. Das ist natürlich ein Ding. Finde ich toll. Davon hören wir gleich noch mehr mit Martin Lejeune und Torsten de Winkel und der hr Big Band. Und das nächste Stück von Volker Kriegel ist, vermute ich mal, der Lieblingstonart so ziemlich aller Gitarristinnen und Gitarristen gewidmet, nämlich E-Dur. E-Dur ist gleichzeitig auch eine der weniger beliebten Tonarten für Posaunistinnen und Posaunisten. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir unseren Liedposaunisten Günther Bollmann haben, der dem schreckenfrei entgegentritt und natürlich gewachsen ist. Das nächste Stück heißt The E Again und wir featuren damit Torsten de Winkel, Martin Lejeune und Günther Bollmann und Hans Klawischnik am Bass. Viel Spaß. Wow.
Das war The E Again mit Torsten de Winkel an der Gitarre, Martin Lejeune ebenfalls an der Gitarre, Günther Bollmann an der Posaune und Hans Klavischnick am E-Bass. Das nächste Stück, was wir für Sie spielen, ist wieder eine wunderschöne Ballade. Und wir begrüßen dafür Max Clouth zurück auf der Bühne, diesmal mit der akustischen Gitarre für Prinz Eisenherz. Thank you.
Das war Volker Kriegels Komposition für Hector mit Martin Lejeune an der Gitarre und mit Heinz-Dieter Sauerborn am Sopransaxophon. Mit dem nächsten Stück möchten und müssen wir uns leider nun von Ihnen verabschieden. Wer gerne mehr hören möchte von der hr Big Band und von der Reihe Act Local, der kann das schon in einer Woche tun, nämlich am kommenden Freitag wieder um 20 Uhr auf den gleichen Kanälen. Und wir haben uns dann wieder drei Jazzmusikerinnen und Musiker eingeladen, die in der freien Szene hier in der Region aktiv sind. Und sie werden mit der hr Big Band auftreten und auf diese Weise unterstützen wir sie in dieser schwierigen pandemischen Zeit. Das werden sein Kerstin Haberecht, Peter Klohmann und Marco Mebus. Wir werden die Musik von den Art Blakey and the Jazz Messengers spielen, also ein eher traditionelleres, swingigeres Programm. Jetzt spielen wir noch eine Nummer aus der Feder von Volker Kriegel, arrangiert von Jim McNeely für die hr Big Band. Und wir werden jetzt nochmal alle drei unsere Gastsolisten, Gastgitarristen hören. Das sind Martin Lejeune, Max Clouth und Torsten de Winkel. Vielen Dank fürs Reinschalten. Einen schönen Abend Ihnen, hoffentlich bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Missing Link von Volker Kriegel.